Herzlich willkommen in diesem Video. Ich möchte dich heute mal wieder mit auf eine kleine Retuschereise nehmen. Und zwar möchte ich mal zeigen, was ich an diesem Bild so alles gemacht habe. Und zwar dieses Bild in der letzten Zeit sehr viel Gefallen gefunden, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und deswegen dachte ich mir, gebe ich dir einfach mal einen kleinen Einblick zu dem, was ich hier überhaupt alles gemacht habe. Also springen wir einfach mal auf den Rechner und tatsächlich ist das das originale Bild. Das heißt, hier war einfach Zeitpunkt und alles drum und dran tatsächlich einfach perfekt. Ja? Meine RAW-Entwicklung sah dann so aus. Das heißt, ich bin dann doch ein bisschen ins Wärmere gegangen und habe die Tiefen etwas aufgehellt. Wir können einfach mal in Kamera RAW direkt reinspringen, dass du auch mal siehst, was hier eigentlich gemacht wurde. Das heißt, hier an den Einstellungen siehst du, ich habe ein bisschen die Tiefen aufgehellt, habe ein bisschen mehr Knack reingebracht, indem ich weiß nach oben gedrückt habe. Das bedeutet, oder es hat einfach den Effekt, dass das hier so ein bisschen mehr strahlt. Ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, das hier ausgebrannt zu lassen. Ich hätte das natürlich auch einigermaßen zurückholen können, wenn ich jetzt die Lichter reduziere und hätte das mit einer doppelten RAW-Konvertierung im Prinzip ausmaskieren können. Aber ich habe mich dazu entschieden, das so zu lassen, weil ich finde das ganz gut. Ich mag das. Also, Tiefen etwas aufgehellt und weiß etwas nach oben gedrückt und ein kleines bisschen Struktur und Klarheit reingebracht, dass hier gerade in dem Bereich hier vorne ein bisschen mehr die Konturen, also die Mittelkontraste, verstärkt werden. Und dann habe ich ganz leicht die Dynamik noch ein bisschen nach oben gedrückt, um halt wenig gesättigte Farbbereiche etwas mehr zu sättigen. Dann habe ich noch ein bisschen was am Weißabgleich gemacht. Das heißt, ich bin ein bisschen wärmer gegangen und habe auch den Farbton allgemein ein bisschen ins Magenta gedrückt, sodass das hier unten ein bisschen mehr Magenta-Unterstützung bekommt. Gehen wir mal weiter. In den Gradationskurven habe ich gar nicht so viel gemacht. Ich habe das Typische für mich gemacht, also die Tiefen etwas angehoben, sodass ich kein reines Schwarz habe, sondern eher etwas abgeflacht bin. Ja, das sieht dann hier alles so ein bisschen stumpfer aus. Ich mag das eigentlich relativ gerne. Und ansonsten ist hier nichts weiter passiert. Wirklich nichts. Ich habe keine weiteren Einstellungen vorgenommen. Wie ich gerade gesehen habe, nicht mal die chromatischen Apparationen habe ich rausgerechnet. Das hätte ich natürlich machen können. Aber auch hier, ich habe keine Verläufe reingezogen, keinen Radialfilter und keinen Pinsel. Gar nichts. Ja? Also das Einzige, was ich halt wirklich verändert habe, sind die Einstellungen hier vorne und ein bisschen was in der Gradationskurve. Wenn wir uns das Ganze in Photoshop mal anschauen, dann ist hier allerdings ein bisschen was passiert. Ich habe ein bisschen was retuschiert und zwar, wenn wir uns die Ebene mal angucken, eigentlich nur diesen Bereich. Das ist nämlich hier dieser kleine Halm, der hat mich gestört, den habe ich weggemacht. Dann habe ich mir einmal einen Orten-Effekt erstellen lassen und das habe ich über das Panel von Fabio gemacht, Fabio Antenore, für den habe ich ja einmal das Luminosity Mask Panel geschrieben. Und hier haben wir ja extra seine Orten-Effekte mit reingenommen. Und ja, daran habe ich mich halt bedient. Ich habe einmal den Sharp Orten-Effekt genommen, einmal den Strong. Das ist das, was man hier sieht, Sharp und Strong. Und die habe ich dann entsprechend etwas ausmaskiert und zwar in dem Bereich, wo die Sonnenstrahlen sind, um das Ganze halt noch so ein bisschen mehr leuchtender, so ein bisschen mehr dynamischer zu gestalten. Und dann habe ich ein paar Anpassungen in Farbe und Kontrast gemacht. Gehen wir das Ganze einmal durch. Ich habe hier einmal Rot und Gelb hinzugefügt. Ja, das sehen wir auch hier, also gerade so in den Lichtern sehen wir, dass mehr Gelb hinzugekommen ist. Ja, das sehen wir hier dran, dass ich in der Blaukurve etwas nach unten gegangen bin und somit die Mitteltöne etwas verstärkt habe. Und im Rotkanal bin ich in den Mitteltönen weiter ins Rot gegangen. Und somit färbt sich natürlich auch der Bereich der Tiefen und der Bereich der Lichter etwas ein, weil wir halt natürlich eine Kurve haben, die sich halt entlang dieses Mittelpunktes dann also entsprechend anpasst. Ja? Also leicht Gelb und Rot mit hinzugefügt. Dann habe ich eine weitere Gradationskurve, wo ich Cyan und Blau mit hinzugegeben habe, und zwar in den Tiefen. Da können wir einmal in den Rotkanal gehen und da sehen wir, dass die Tiefen hier unten ganz bisschen nach rechts gezogen sind, also Richtung Cyan. Und bei Blau bin ich in den Blaukanal gegangen, habe das Ganze nach oben gedrückt und habe so die Tiefen etwas bläulich eingefärbt, also ein bisschen kühler gemacht. Dann habe ich das Ganze ausmaskiert. Dazu habe ich mir einfach eine
Maske über einen Kanal gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Maske das genau war. Ich glaube, es war die Blaumaske. Und diese habe ich dann entsprechend einmal invertiert. Also wenn ich die jetzt hier kopiere und einmal invertiere, ja, dann komme ich ungefähr dahin. Ja, genau. Es war der Blaukanal und den habe ich dann dementsprechend halt verändert, indem ich hier halt mit Command bzw. Steuerung und L in die Tonwertkorrektur gegangen bin und das entsprechend noch verändert habe und dann hier oben das komplett weggenommen habe, weil ich mich tatsächlich nur auf die Tiefen beschränken wollte. Dann habe ich eine selektive Farbkorrektur angelegt und zwar im Bereich Weiß. Also gehe ich hier mal in den Farbwert Weiß rein und du siehst, dass ich Rot etwas hinzugegeben habe, Grün dafür reduziert habe. Das sieht man, indem ich hier, also bei Rot habe ich halt Cyan rausgenommen und wenn ich Cyan rausnehme, dann wird das Ganze rötlich. Ja, müssen wir mal einblenden. So, dann wird das Ganze rötlich. Ja, also wenn ich Cyan rausnehme, kriege ich ja Rot. Und wenn ich Magenta hinzufüge, dann reduziere ich ja im Prinzip Grün. So, dann habe ich Blau reduziert, indem ich Gelb hinzugegeben habe. Und so habe ich so ein bisschen Wärme reingebracht. Das heißt, du siehst, dass ich hier oben in den Lichtern Wärme reingebracht habe, aber hier unten in den Tiefen ein bisschen Kälte. Und das ist so ein klassischer Warm-Kalt-Kontrast, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Und dann habe ich noch eine Gradationskurve angelegt, wo ich halt die Lichter also, bzw. die Vierteltöne etwas aufgehellt habe und das Ganze halt auch nur an den ja, wirklichen Highlights einmal angewendet habe. Und diese Ebenenmaske habe ich im Prinzip erzeugt, indem ich den Rotkanal dupliziert habe. Dann bin ich hier mit Command bzw. Steuerung und L wieder in die Tonwertkorrektur gegangen und habe hier die Kontraste einmal entsprechend verändert. Dann habe ich mir einen Pinsel genommen und habe alles, was ich nicht wollte, wieder rausmaskiert. Ja, und so blieben am Ende dann die Highlights übrig und die habe ich dann auf diese Gradationskurve angewendet. Ja, und das ist im Prinzip meine ganze Retusche. Du siehst, so viel gehört gar nicht dazu. Meine RAW-Konvertierung ist eigentlich relativ einfach gehalten und alles, was danach kam, ist auch relativ easy gewesen, weil die fotografische Grundlage für mich einfach schon optimal war. Ja? Also, das ist der ganze Workflow hinter diesem Bild. Ich hoffe, der kleine Einblick hat dir gefallen und ja, wenn es gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da. Abonniere den Kanal, aktiviere auch die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video, da würde ich mich sehr freuen, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao.